Es ist leider die Wahrheit. Wir müssen mal wirklich zum Konflikt zurückgehen. Die Ursache hat einen ganz simplen Grund. Die Israelis oder die Juden oder wie wir immer es nennen wollen, haben die Palästinenser vertrieben. Haben Sie das vergessen? Haben Sie vielleicht eine andere Wahrnehmung von Wahrheit? Haben Sie das vergessen? Gibt es vielleicht viele Wahrheiten? Haben die Palästinenser sich selber vertrieben? Wer hat Sie denn aus Jordanien vertrieben? Haben die Palästinenser Wer hat Sie denn aus Jordanien vertrieben? Nein, wir ist Jordanien nicht das palästinensische Es geht um die Ursache des Konfliktes 1947. Genau. Und damals wurden Sie vertrieben. Das sagen Und Sie lassen Sie nicht zurück. Aber warum schreien Sie mich an? Das heißt, wer lässt Sie nicht zurück? Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich bin deutscher Staatsbürger. Aber manchmal würden Sie wie ein Israeler Moment, darüber muss ich einen Moment sprechen. Wenn Herr Künzle sagt, dass ich wie ein israelischer Propagandist wirke, wenn er mich anspricht wie ein Israeli, dann ist er mitten in der Antisemitismusdebatte. Ein deutscher Jude, der sich für Israel einsetzt, ist also ein Deutscher, der eigentlich Israeli ist. Frau Merkel hat sich vor ein paar Wochen eindeutig engagiert für Israel und hat gesagt, Ursache und Wirkung ist eindeutig. Ist sie jetzt auch eine israelische Agentin? Darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir Mikrofone haben und dass Sie sich auf die Technik verlassen können. Das heißt, Sie brauchen nicht so laut zu sprechen. Unsere Zuschauer, unser Publikum kann das hier wunderbar verdienen. Da gibt es nichts zu vermitteln. Ob das in Deutschland als sonst wo ist, das würde kein Mensch widerspruchslos ertragen, tagtäglich willkürlich drangsaliert zu werden. Man muss sich das Leben auf der Westbank so vorstellen, ein zerstückeltes Land, von Mauern zerstückelt. Wenn die Israelis Mauern bauen wollen, sollen sie bauen zwischen Palästina und, oder zwischen den Palästinensergebieten und dem israelischen Gebiet. Nein, im Palästinensergebiet. 600 Kilometer. Bauern kommen nicht auf ihr Land. Ich bin mit einem Ambulanzwagen gefahren. Der kam nicht durch. Ich meine, das ist humanitär. Ich habe ein Kind erlebt und gesehen, das hat den Arm ab, weil sie Ausgangssperre, das Kind nicht ins Krankenhaus gelassen, er war vom Splitter zerfetzt worden. Das wäre zu retten gewesen. Ich habe in Hebron gesehen, da haben die palästinensischen Läden auf dem Weg, auf der kurzen Straße zur Moschee, in der Abraham beerdigt liegt, Netze gespannt, weil die israelischen Siedler ihren Müll ausgießen auf die Palästinenser. Demütigung von Bethlehem nach Hebron, ich würde mal sagen 30 Minuten im Normalfall, da fahren die 4 oder 5 Stunden, je nachdem wie viele Kontrollen das sind. Und an den Kontrollen, das muss ich mal ansehen. Soll damit Terrorismus bekämpft werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass damit Terrorismus bekämpft werden, dass Kinder gequält werden, dass Menschen unterdrückt werden, dass Menschen verachtet werden. Ich bin mit einem Palästinenser durch Hebron, da kam so, Entschuldigung, ein Schnösel von Soldaten, nahm den Pass ab, ohne jeden Grund. Und auf die Frage, warum? Nichts. Ich habe gesagt, wir bleiben stehen, bis der Pass wieder da ist. In dieser Stunde hat dieser israelische Soldat dem Palästinenser 10 Mal mit seinem Gewehr an der Nase herumgespielt. Können Sie mal sagen, was da Terrorismusbekämpfung ist? Ich kann Ihnen sagen, was in dem Kopf des jungen Palästinenser vorgeht. So lässt sich kein Volk behandeln. Ein zerstückeltes Land, wie sollen die einen Staat bilden? Das sind Straßen, da dürfen nur Israelis drauf fahren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Herrn Friedmann in die Rolle des israelischen Regierungssprechers bringen soll. Nein, es gibt keine Gegensicht dagegen, dass Kinder gequält werden, dass Menschen gequält werden. Das haben Sie dargelegt. Das ist ja Sicht. Das war eine Augen. Haben die Israelis die ausgestreckte Hand der Fatah? Haben Sie die irgendwie honoriert? Hatte Fatah, die nicht auf Gewalt gesetzt haben, mit dieser Politik irgendein Erfolg? Ich möchte jetzt, dass Herr Steinbach sind mehr Siedlungen gebaut worden. Wir müssen wirklich von Zeit zu Zeit die Diskussion in die Perspektive rücken, wo sie hingehört. Das Problem beginnt doch nicht mit der Mauer. Das Problem, wenn Herr Dressler seine idyllische Geschichte erzählt von den bedrängten Israelis, da war doch mal viel Raum. Und dann sind sie gekommen und noch mehr gekommen, dann wurden sie 5 Millionen. Und dann sind sie gekommen. Und was haben sie gemacht? Anstatt in dem Israel zu siedeln, was Israel ist, sind sie weitergezogen und haben den Palästinenser das Land genommen. Und dann hatte man gegen UN-Resolution, gegen die Menschlichkeit und dann hat man gegen das Prinzipien des Friedensprozesses. Denn dann gab es doch mal einen Friedensprozess in den 90er Jahren, auf den sich die Palästinenser eingelassen haben. Was war in diesem Friedensprozess?
in diesem Friedensprozess war, dass man verhandelt hat und weiter Land genommen hat. Leider ist es komplizierter. Aber da kommt, darf ich mal, das ist natürlich die Palästinenser sind vertrieben worden. Das ist der Anfang der Sünde, wenn man so will. Aber lassen Sie aber daraufhin haben die Araber verkündet, wir werden die Juden ins Meer treiben. Und dass daraufhin in Israel eine Reaktion passierte, das halte ich für selbstverständlich. Nur, das, was danach passierte, ich selber bin 1964 an dieser schmalen Stelle gestanden, wo Israel 15 Kilometer breit ist. Und ich habe verstanden, dass die Israelis zu dem Zeitpunkt zu keinem Frieden bereit waren, weil ihr Staat gefährdet war. Aber nachdem sie den Sechstagekrieg gewonnen hatten, habe ich es nicht mehr verstanden. Und ich verstehe es heute immer weniger. Ich habe das Gefühl, Israelis wollen keinen Frieden mehr. Ich will ja nur noch mal begründen, warum ich diese radikale Ansicht hatte. 2002 hat die Arabische Liga den Israelis ein Angebot gemacht für einen Frieden. Der wurde nicht einmal diskutiert. 2002 hat ein arabischer Gipfel beschlossen, Israel anzuerkennen, sofort diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen, und es wurde nicht reagiert. 2004 hat der jetzige Verteidigungsminister Israels Barak, damals Premierminister, sogar den Palästinensern angedeutet, was in Israel zu einer Schockwirkung führte, selbst über Ostjerusalem zu reden. Reaktion, Intifada und Terror. Er hat es aber nicht. Also zunächst mal muss man Herr Steinbach, bitte, Herr Steinbach, unterbrochen, er ist jetzt dran. Hören Sie bitte Herrn Steinbach kurz. Wir müssen wirklich nochmal in die 90er Jahre zurück. Da war Arafat bereit, einen Frieden zu machen. Was war nach der Ermordung von Rabin? Hat man weiter gesiedelt und das Land genommen, und dann tauchte Herr Sharon im September oder Anfang Oktober 2000 auf dem Tempelberg auf und sagte, das steht nicht zur Verfügung. Was meinte er denn? Er meinte damit, dass Ostjerusalem nicht zur Verfügung steht. Mit 2000 Polizisten. Und mit 2000 Polizisten. Da liegt das Problem, da liegt die Ursache der zweiten Intifada, da liegt die Ursache des sogenannten Terrorismus. Der wäre nicht eingetreten, wenn im Jahre 1995, 1996 Israel Frieden gemacht hätte.